Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. In meinem heutigen Video geht es um solche Hoverboards und wen das ganze Thema interessiert, der kann gerne dranbleiben. Weiter geht's nach einem kurzen Intro. Ich habe hier zwei Hoverboards vom selben Händler und zwar ist es die Marke oder der Vertriebspartner Geekme. Und ich habe jetzt hier vorne das 2019er Modell. Und habe jetzt hier das neue 2020er Modell. Die unterscheiden sich nicht großartig, jetzt mal abgesehen von der Farbe, aber einfach mal ein paar Eckdaten hier. Das 2019er ist das Modell ELES01. Das wird hier angegeben mit maximal 15 km/h. Und hat ein Gewicht von 8,7 Kilo. Und das hier ist jetzt die abgespeckte Version, also diese 2020er, die nennt sich Z1 Plus. Ist hier komischerweise auf dem Gerät selbst und in der Anleitung mit 15 km/h Maximalgeschwindigkeit angegeben. Auf der Webseite wird das Ganze mit 12 geführt. Ja, direkt nachgemessen habe ich es nur mit einem Fahrradcomputer, aber da kommen wir später noch dazu. Was das Tolle an diesem neuen hier ist, und zwar wiegt es nur noch 7 Kilo, also man merkt das auch hier beim Anheben im Gegensatz zu dem, da wurden hier Materialien verbaut, die einfach ein bisschen leichter sind, weil von der Art und Weise sind hier dieser Funktionsumfang bei beiden Boards identisch. Also man hat hier bei beiden einen 350 Watt Motor verbaut, aber links wie rechts, also da gibt es zwei Motoren. Und ansonsten hat man auch alles Statusanzeige. Man hat bei beiden eine Ladezeit von 2 bis 3 Stunden. Bei uns kommen dann so 3 bis 3,5 zustande. Man sollte es auch nicht über Nacht laden. Der Ladestecker hat hier auch eine Anzeige, der wechselt dann von Rot auf Grün. Und eine Fahrzeit, ja, ist so circa 1 Stunde, wenn man Bluetooth eingeschalten hat, weil ja auch gleichzeitig diese RGB-Beleuchtung an der Seite hier leuchtet. Und wenn man langsam fährt und gediegen und zwischendurch mal ein paar Pausen macht, kommt man hier auf 1,5, auch vielleicht mal auf 2 Stunden. Preislich gesehen hat sich hier einiges getan. Und zwar das 2019er Modell. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Das hat damals noch, ja, 189 Euro gekostet, ohne diese Schutzhülle hier. Und das 2020er Modell kostet jetzt in der Zwischenzeit 169 Euro bei Amazon. Also hier ist der Preis und das Gewicht nach unten gegangen. Was hat man hier noch? Also ich kann jetzt sagen, zur Geschwindigkeit circa 12 bis 13 Stundenkilometer. 15 hat es nicht geschafft. Außerdem gibt es hier einen grellen Piepton. Also in einem Abstand von 1 bis 2 Sekunden gibt es ein Dauerpiepsen. Und das zeigt einfach an, dass man etwas langsamer fahren soll. Von der Belastung her braucht man eine minimale Belastung, damit hier dieses Pad beidseitig auslöst von 20 Kilo und maximal dürfen hier 100 Kilo drauf. Von der Sicherheit bzw. von der Art und Weise, wie diese Boards geschützt sind, hat sich hier auch noch nichts geändert. Und zwar gibt es hier IP54. Ich habe recherchiert, da ist ja die 5 die erste Stelle, und zwar geschützt gegen Staub, die schädigend auf das Board wirken. Und dann noch vollständiger Schutz gegen Berührung. Das heißt so gut wie, man kann das Teil auch mal aus einer geringen Höhe fallen lassen. Also das war jetzt jedenfalls bei uns der Fall, dass das auch mal einem Kind aus der Hand gerutscht ist beim Transport. Und ja, es fährt bis heute noch. Also wir haben das jetzt auch nach, ich würde mal vorsichtig sagen, 65 bis 70 Ladungen hier immer noch im Einsatz. Und der Akku ist nicht schwächer geworden. Es fährt immer noch genauso schnell wie am Anfang. Und es ist auch nirgends was abgebrochen. Diese internen Sicherheitssysteme lese ich jetzt mal kurz vor. Und zwar, wir haben hier eine Batterieüberwachung, eine intelligente, gleichzeitig eine Temperaturerfassung. Also dieses Board schaltet auch automatisch ab, wenn es zu heiß wird. Man bekommt es in erster Linie über so einen roten Punkt, der hier leuchtet, angezeigt. Plus auch nochmal ein Signal, ein Piepston. Dann haben wir einen Kurzschlussschutz, dann haben wir, wie gesagt, schon am Anfang eine Warnung vor zu hoher Geschwindigkeit, einen Piepton, außerdem geht hier auch wieder was Rotes an. Dann haben wir eine Warnung bei einem niedrigen Akku, das fängt also an mit einem Piepsen, ich glaube in einem Abstand von 5 bis 10 Sekunden.
Und da sollte man das dann wieder hier an die Ladeeinheit und an eine normale Steckdose anschließen zum Laden. Wenn man das nicht macht, hört das irgendwann auf. Es zeigt hier das rote Lämpchen an. Das Board geht in den Ruhezustand. Da muss man natürlich aufpassen, die komplette Elektronik schaltet aus, dass man dann hier nicht irgendwie stürzt oder sonstige Verletzungen davon trägt. Dann haben wir eine Fehleranzeige, also das habe ich ja schon gesagt hier. Die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ich würde sagen, bevor wir hier lang drum herum reden, schalten wir mal ein Board ein. Und ich gucke mal, ob wir hier überhaupt so eine Fehleranzeige ins Display bekommen, allein von der Helligkeit her. Hier drüben hat man diesen Einschalter und hat jetzt hier unter einer Gummiabdeckung die Ladebuchse mit dabei. Ist ein europäischer Ladestecker, der ganz normale. Und dann auch diese mit diesen drei Pins, wo man in England oder Frankreich oder sonst irgendwo benutzt, der ist gleichzeitig auch noch mit dabei. Einschalten machen wir gerade einmal hier den Knopf. Und dann gibt es einen riesen Lärm. Und ja, ich gucke jetzt mal von der Spiegelung, hier sieht man es. Wir sind jetzt, glaube ich, auch schon wieder mit dem Smartphone gepaart. Das ist eine komische Sache, weil ich habe gerade das Osmo Pocket hier mit dem Smartphone verbunden. Aber ich denke mal, das dürfte auch hier gehen. Man sieht die Batteriestatusanzeige hier. Und wenn ich jetzt hier kurz drauf drücke, sieht man, dass sich was bewegt. Und hier drüben die grüne Anzeige ist. Wenn ich jetzt hier drüben drauf drücke, bewegt sich was hier drüben. Und auch wieder die grüne. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich, wie gesagt, diese 20 Kilo haben muss beidseitig, damit das Board aktiviert wird. Und ich kann dann durch diese Gewichtsverlagerung vorne nach hinten, kann ich dann einfach starten. Jetzt simulieren wir mal was. Ja, man sieht, das ist jetzt hier diese Fehleranzeige. Und die ist praktisch, wenn das Board nicht in einer waagerechten Position ist. Das heißt, immer so schaltet hier dieses Piepsen ein. Was passiert, wenn dieses rote Piepsen während dem Fahren auftritt? Das wird ja auch nochmal gut beschrieben in der Beschreibung, in der Anleitung. Die ist wirklich sehr gut, da kann man viel erfahren. Und zwar muss man das Gerät neu kalibrieren. In erster Linie ausschalten, das geht auch mit einem kurzen Drücker. Und man hat hier einfach, das sieht man jetzt sehr schlecht durch die Helligkeit, hat man so wie zwei Pfeile, die zueinander zeigen. Und ich muss praktisch jetzt einfach hier die beiden Auflagepads in der Horizontalen halten und dann drücke ich einfach hier meine 8 Sekunden den Einschaltknopf und dann habe ich das Board wieder kalibriert. Danach schalte ich es kurz aus, wieder ein und ich kann wieder losfahren. Das ist eigentlich die Kalibrierung. Mit dem Bluetooth ist es eigentlich auch keine große Sache. Also man hat hier keine App. Ich werde jetzt mal schauen, dass wir einfach mal eine Verbindung zustande bringen. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier funktioniert. Bin ich denn schon mit unserem Board verbunden? Dann müsste es auch sofort klappen. Fakt ist einfach, man schaltet das Board ein. Jetzt hört man die Anfangsmelodie, dass es bereit ist, dass es hochfährt. Und dieses Ding-Dong ist, soweit ich weiß, genau derzeitiges Ausgabegerät Bluetooth. Das sieht man hier auch auf dem Smartphone. Und jetzt kann ich mir halt einfach, wenn es denn mal laden würde, eine Musik abspielen. Und dadurch, dass wir jetzt einfach hier ein paar Rechte wahren wollen, weil viele Musikstücke ja einfach geschützt sind, und ich mich gerade wundere, warum mein Internet so langsam ist, spielen wir einfach mal was von M4 Beats ab. Grüße gehen raus. Das ist jetzt die Musik von diesem Lautsprechern in der Nähe von hier meinem Rode Wireless Go. Natürlich kann man hier, ich muss kurz etwas leiser machen. Natürlich kann man hier keinen großen Bass erwarten. Das ist recht blechern gehalten. Aber ich sag mal so, für eine Musik unterwegs beim Fahren zu hören, ist es eine schöne Sache. Besonders wenn man den Go-Kart drauf hat. Den Go-Kart stelle ich dann auch noch vor. Da würde ich sagen, auf jeden Fall abonniert mal meinen Kanal, wenn euch das interessiert.
und aktiviert die Glocke. Dann wisst ihr auch ganz genau, wenn ich diese Go-Karts vorstelle. Da habe ich nämlich auch zwei von 2019 und von 2020. Ja, was kann man über diese Boards noch sagen? Was ich vielleicht auch hätte zu Anfang erwähnen sollen. Aber es ist ja auch somit ersichtlich in der Produktbeschreibung. Es handelt sich hier um 6,5 Zoll große Boards. Die gibt es ja auch in verschiedenen Größen. Aber ich denke, das ist so hier der Standard. Und wie ihr jetzt schon gesehen habt, Bluetooth. Dann hat es hier die LED-RGB-Beleuchtung. Und ich würde sagen, wir machen das ein bisschen leiser. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch ein paar Videos an. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht ganz zum Schluss. Und untermal das noch ein bisschen mit Musik, damit es schön aussieht. Und dann bedanke ich mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Wie schon erwähnt, über neue Abonnenten. Und sage bis zum nächsten Mal hier auf Kais Kanal.